Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Armored Warfare hier aus DGM Studio. Mein Name ist Master Schröder und bei uns ist der Thompson. Servus. Servus. Wir fahren heute schön im 10er Doppel, denn der Thompson hat ja sein XM1A3 und ich fahre den Leopard 2A740. Ein reines 10er Battle hier, alles 10er Panzer und wir machen die Operation Cerberus. Kennen wir ja schon. Haben wir ja schon ein paar Mal durch. Und hoffen, dass ich nicht so viel auf die Mütze kriege wie letztes Mal. Jetzt war ich auch nicht auf die Mütze gekriegt hier. Hast du jetzt eigentlich noch die kleine Gun oder hast du die große jetzt drauf? Ich habe noch die kleine. Okay. Ich fahr mal einige Gefechte mit der und dann habe ich mal vielleicht irgendwann mal die große drauf, dass ich es dann vergleichen kann. Ja. In jeder Situation. Ja, ist ja nicht verkehrt. Die schreiben halt die große mit Heat. Geht ordentlich ab. Ja. Und bei den Tanks, die gegen Heat nicht anfällig sind, bringt es halt nichts. Ja. Wer stürzt da gleich runter hier? Ja, die Sphinx, die fährt auch so ein bisschen komisch hier. Ach, Probe auch nicht ganz gekriegt. Ah, PL1. Ist irgendwie die Mission anders, was wir hier töten müssen? Aber jetzt müssen wir doch hier in der Mitte auf dem Zug irgendwelche Fracht kaputt machen oder sowas. Ja. Oder beballert mich schon ein. Kann auch ein eigener sein hier. Nein, da drüben ist ein Leutnant. Hm, was aber die da drüben? So, den haben wir mal weggebombt. Kommt da so ein Russe. Oh. Jetzt kommt da von der Seite was. Können wir ein bisschen verstecken hier. Keine Durchdringung? Ich bin irgendwie immer auf der falschen Seite des Zuges. Warum? Ja, gegen die ganzen, da kann ich nicht wirken. Dann würde ich sagen, fahr um. Ja. Ich hab ja ordentlich Spaß. Viel zu viel Spaß eigentlich für meine Verhältnisse. Das würde ich gar nicht haben wollen. Ja. Da hat's meine Kette ab. Oh, wieder in Panik, den falschen Knopf gedrückt. Also Feuer löst mir immer noch Panik aus. Ich glaube, ich muss ein Autofeuer das hier draufsetzen. Fahr ich ihm wieder nur die Kette weg. Auf wen gehst du gerade? Auf den Leutnant. Challenger 2. Wow. Der hat mir gerade 1000er Hit gegeben. Mal wieder in Panik den falschen Knopf gedrückt. Legst mal auf den Knopf oder sonst immer in Panik drauf drückst. Ja. Wollte nur einen Feuerlöscher auslösen, aber was reparieren und danach trotzdem noch den Feuerlöscher ausgelöst. Was Blödes. Den Feuerlöscher brauche ich zu selten im Spiegel. Das war nicht so clever. Na gut, egal. Müssen wir mit leben.
Bleibt nichts anderes aus. Achso, der hat jetzt den Bradley da oben nicht weggemacht, ne? Der ist dabei gestorben beim Bradley wegmachen. Das ist ja auch nicht schön. Doch, der hat so ein Shipment zerstört. Ich habe jetzt irgendwie nicht mehr diese Teamliste. Kann man die irgendwie wieder aktivieren? Keine Ahnung, ich weiß nicht, was du meinst, was dir fehlt. Das links oben, die eigenen Panzer stehen. Keine Ahnung. PL1 ist da oben noch hinter mir, ne? Ja. Gerade bedenklich, aber was will ich machen? Wo ist denn der hin? Der muss doch hier sein bei mir. Den kriege ich hier in dieser Runde nicht so viel ab. Da stehe ich eindeutig immer zu weit hinten. Na ja, gut, aber wir können ein bisschen was abstellen. Kriegt ein anderer gut Spotting von mir jetzt gerade. Oh, schön den Armata abgestellt. Jojojo. Die ist doch noch nicht. Hat ganz gleich noch reingeschossen. Na ja, gut. Aber jetzt machen wir Schaden. Schaden machen wir schon mal. Das geht schon ganz gut. Keine Durchdringung. So, das war's. Das war's. Alles geschafft. Ich habe wenig Schaden gemacht dieses Mal. Was hast du? Echt wenig Schaden gemacht dieses Mal. Ja, also bei mir lief es auch nicht rund. Also, na gut, aber wir müssen ja auch sagen, jetzt haben wir bald eine Woche nicht gespielt, ne? Ja. Okay. Und irgendwie war es auch viel kürzer als sonst, glaube ich, irgendwie. Mhm. Ja, von der Länge Mission. Her. Ja, irgendwie. Fühlte sich irgendwie anders an. Na gut. Was soll's. Es war trotzdem ein Sieg. Und wir haben trotzdem ein bisschen an IP gekriegt und ein bisschen an Geld. Ja, gucken wir mal im Team. Ja, ja doch, hätte ich. Nee, so hoch hätte ich mich gar nicht. Doch, ich habe doch noch 10.000 Spotting gemacht. Bitte wie? Bitte was? Habe ich das noch mehr gekriegt? Bitte was? Na gut, okay, dann habe ich noch 10.000 Spotting gemacht. Das hat mich natürlich dann doch ordentlich nach oben geholfen noch. Wir brauchen Schaden und der K21 XC8, der hat mal richtig rausgehauen, ne? Mit fast 34.000 Schaden. Nicht schlecht. Nicht schlecht, der Specht. Gut, das soll's gewesen sein. Das war eine Runde Armored Warfare hier aus Seagame Studio. Mein Name ist Master Schröder, bei uns war der Thompson. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne ein Like da lassen. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Auf Wiedersehen. Tschüss.